Genesis sind immer noch die Jungen von damals, Phil Collins und Co. Das geht Phil Collins durch Mark und Bein und dem Genesis-Publikum auch. Etwas ungelenkt zwar, aber scheinbar sympathisch. Drei Engländer beim ruckligen Country- und Western-Step. Dreimal 60.000 in Hannover sind sich einig, nicht tanzen zu können ist einfach hip. Und das, obwohl das stampfende I Can't Dance eigentlich eine Parodie auf tänzelnde Musiker in Videoclips ist. Yeah, I think we were lucky. We actually started. Wir hatten einfach Glück. Unser Erfolg begann schon vor dem Videozeitalter. Seitdem wird Musik gehört und gesehen. Und alles soll auf dem Auge gefallen. Unglücklicherweise sind wir nicht gerade ein Augenschmaus. Genesis geht es eben auch um Kopfarbeit. Texte, die mal persönlich und mal politisch angelegt sind, werden über gefällige Harmonien und amüsante Bilder verkauft. Denn das Nachdenken soll, bitteschön, nicht allzu sehr wehtun. Man kann ja schrecklich viel sagen in Liedern, ohne den Leuten gleich eine große Botschaft einzuhämmern. Wir wollen nur die Dinge, die in der Welt geschehen, etwas kommentieren. Und mit ein wenig Humor treiben wir diese Kommentare voran. Und diese Softmischung kommt einfach bei jedermann an. Jung und alt, die Liebe zu Genesis geht über Generationen. Denn diese Megastars sind sauber und jugendfrei und viel mehr wollen die meisten Fans auch gar nicht von ihrer Band wissen. Sie wollte halt mit und sie ist vielleicht jetzt langsam im Alter. Und es gefällt ihr oder gefällt ihr nicht, das werden wir sehen. Und was glaubst du, wie es wird? Ich weiß, ich hatte von keiner Ahnung noch im Moment. Mal sehen. Also ich finde Genesis einfach gut, so was er so macht. Für mich ist ein Genie eigentlich nur. Machen gute Musik, machen auch immer wieder gute Musik. Und ja, halt bei die gut spielen und ist halt was anderes als andere Gruppen. Ist eigentlich ganz super, finde ich. Auch mal den Kleinen, wie ist denn das bei dir? Was findest du so toll an Genesis? Weil er so gut singt. Über ein Vierteljahrhundert sind sie schon im Musikgeschäft, aber ihre gigantischen Zuschauerzahlen lassen auch die Poplegende Genesis nicht kalt. It's certainly an extraordinary feeling. Ein außergewöhnliches Gefühl. Es verwirrt mich immer wieder. Wir sitzen zu Hause, schreiben unsere Lieder und dann spielen wir plötzlich vor all diesen Millionen Leuten. Besonders vergangene Nacht war es beeindruckend. 50.000, 60.000 Menschen mit Feuerzeugen in der Hand und alle stehen hinter uns. Das geht einfach nicht in kleinen Konzertsälen. Fasziniert von Genesis auch Rita Süßmuth. Aber etwa neidisch auf Phil Collins Heiligenschein und auf ein solches Massenpublikum war die Bundestagspräsidentin nicht. Es gibt Menschen, für die ist das faszinierend, das zu tun. Mir macht es jedes Mal großen Druck, wenn die Menge der Menschen so groß ist. Gigantomanie von der beeindruckenden Art. 120 Tonnen Stahlgestänge, 18,5 Tonnen Lichtanlage und 120.000 Watt Musik. Phil Collins findet das normal. So sind sie eben, die kleinen Menschen auf der großen Bühne. Oder heute Abend in Hannover Genesis. In Hannover, wie gesagt, aber in Norddeutschland gehen sie nicht verloren. Fallen einem sofort die Namen Phil Collins und Mike Rutherford ein. Beide haben mit Soloprojekten neben Genesis schon große Erfolge gehabt. Nur einer, der Dritte im Bunde, Tony Banks, stand immer etwas im Hintergrund. Das soll sich jetzt ändern, denn Tony möchte in die Fußstapfen seiner Kollegen treten und ebenfalls erfolgreiche Soloplatten machen. Wir waren eingeladen, den Genesis-Keyboarder auf seinem feudalen Landsitz in England zu besuchen.